geht aber leicht nach vorne oder nach hinten weg. Das Problem war, dieser Fuß nur alle Ruder gebraucht. Ja, sonst geht's nicht. Ja, so gut gemacht. Vielleicht ein schöner Rückenflug dran. Und wir haben auch kein Profil wie die Bildung zählen vor. Das wäre kurzfristig möglich. Oh, danke dir. Eine schöne Landung. Wir sind noch nur, als wir nach langer Zeit wieder nach Hause kommen. H1 Cobra, Kampfhubschrauber in einer, ich sag mal, sportlichen Größe, wieder altersgerecht zum Schieben. Das war gut, 5 Meter. Und hier liegt der Christian wieder mit einem 6-zelligen Mikro-Akku mit 16.000 mAh und auch hier über bis zu 12 Minuten Flugzeit. Also das energiesparende Fliegen hat der Christian ein bisschen versucht weg. Auf so einem riesen Modell mit 6S zu fliegen, das ist schon einiges. Das ist nicht gut. Das ist das richtig? Oder höre ich das richtig? Das hört sich doch so an. Doch hier trotz der riesigen Größe mit 80 Meter Höhe ist 19,8 Kilometer. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Beleuchtet es auch nach unten runter und schön mit der Beleuchtung. Schön. Hier sehen Sie, lieber Zuschauer, sehr, sehr schmaler Helikopter. Dafür etwas weiter. Ist natürlich als Kampfhubschrauber dafür gebaut, sich mehr oder weniger ans Ziel anzuschleichen. Damit, wenn man jetzt aus dem Hubschrauber 90 Grad aufs Ziel schaut, das Ziel einfach nicht mehr gut. Genauso beim Tiger, den wir vorhin von dem Duras gesehen haben, und der hat eine Kampfhubschrauber relativ schmal gebaut und der sehr lang gezogen. Das sind alles taktische Gründe. Dann mit den Schwingeflügeln und den Waffen an den Seiten. Teilweise mit ungelenkten Raketen, teilweise ungelenkten oder drahtgelenkten Raketen, die dann ins Ziel gebracht werden. Sehr schönes Flugzeug. Und das hält. Flugzeug. Der Weltkrieg hier. Was da rüber. Schönes Wetter, Cobra und Bier, wer braucht der Mensch nicht? Wir grüßen natürlich auch alle neu hinzugekommenen Gäste bei uns auf dem Platz des MFC Albatros. Ich wünsche viel Spaß. Gefühlt, ja. Schön haben wir angefangen. Ja. Wir haben schon die ersten schönen Filme unterwegs. Sieht gut aus von dir.
Da konntest du kaum stehen vorne auf dem Pilotenplatz. Ja, das war der aber Wochenende. Letztes Jahr war gut, wenn wir von Asien gehabt haben. So extremer Querwind gewesen, was natürlich dann für alle Piloten nicht sehr angenehm ist, wenn es einem ständig in die Seite drückt und man nicht ordentlich geradeaus landen oder starten kann. Würde dann nur einen leichten Manöver machen. Oder der Wind parallel zur Bahn, wenn die Piloten getroffen sind. Da steckt sich der Baum. Welche ist er? Also ich habe doch schon gesagt, die Tür da ist ja auch schon. Aber das ist ja ein Tür. Der ist nicht so gut, wenn die Mädels machen. Der ist immer ruckzuck von Rüssen. Unsere Bauerfrauen freuen sich über ihren Besuch ja. In unserem Festzelt rechtzeitig zu unserem Modellflugplatz. Ebenfalls rechtzeitig unser Wasserbecken. Da sind die Schiffchenbauer ebenfalls am Start. Also wenn sie Lust haben, sich mal ein paar Schiffe anzugucken, dann können sie auch gerne die Schiffchenbauer besuchen. Die freuen sich genauso wie unsere Piloten. Jetzt schleicht er, guck mal. Jetzt kommt der ganz sachte auf und kommt zu. Im Schleichflug. Genau, das sind die, die nachts ja nicht zu erkennen sind. Ja, das ist ja auch transportiert, aber das ganze